hier noch schön zugebaut und bin einfach weggerannt. Die haben mich alle verfolgt, bin dann ganz schnell zu Blau gegangen. Da habe ich mir noch einen Feuerball und ein paar Gaps geholt. Wusste dann, dass ich in die Mitte gehen muss, um mir Sachen zu holen. Habe hier meinen Feuerball noch nicht benutzt. Erstmal hochgebaut, schon mal gepregapped, hier ihn abgeblockt, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit habe. Bin hier hochgegangen. Hab dann die Smaragde geholt und jetzt habe ich den Feuerball genommen, indem ich einfach auf die andere Insel gesprungen bin. Hab hier nochmal die Smaragde eingesammelt, wodurch ich meine 7 Smaragde bekommen habe. Nachdem ich dann in der Mitte war, bin ich erstmal auf meine Base hochgegangen, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll. Zum Glück war der Typ so dumm und ist zu mir hochgekommen. Der war richtig schon low. Dann kam der andere, wollte das gleiche machen, was auch wieder richtig dumm war, weil ich ihn dadurch auch richtig low gemacht habe. Ihn habe ich dadurch geholt. Dachte ich mir, soll ich jetzt runterspringen oder nicht? Hab's dann aber nicht getan, weil es halt einfach 2 Leute gegen 1 sind. Geht jetzt halt die Rüstung, aber man weiß ja nie. Weswegen ich dann mein Inventar geöffnet habe, hab dann bemerkt, dass ich noch diese 2 Bridge Eggs von vorhin hatte. Hab dann diese 2 Bridge Eggs geworfen. Das Video würde zu lang gehen, deshalb sehen wir uns in Part 4.